Hallo, ich bin Kai von den Niedersachsen. Wir würden uns freuen, wenn ihr am Samstag, den 20.02. um 20 Uhr nach Lammspringe in die Sophienkirche kommt. Da machen wir nämlich ein Konzert, das hat den Titel Unterwegs, zusammen mit Lothar Veit, einem Musiker aus Hildesheim. Unterwegs, das sind Lieder, die sich darum drehen, dass Menschen ihre Heimat verlassen mussten, aus wirtschaftlichen, aus politischen oder sonstigen Gründen. Und wir möchten ein bisschen die Leute zum Nachdenken anregen darüber, dass das nicht ein Phänomen ist, was jetzt erst heute begonnen hat, sondern dass es das eigentlich schon sehr lange und immer wieder gab. Auch wir Deutsche sind beispielsweise Mitte des 19. Jahrhunderts nach Amerika ausgewandert, viele von uns, weil eben die wirtschaftliche Not uns dazu gezwungen hat. Unter anderem übrigens auch ein junger Mann aus Seesen im Harz, und zwar der gute Heinrich Engelhard Steinweg, hat sich auf den Weg gemacht nach New York und hat dann dort später die berühmten Steinway-Flügel gebaut. So kann es kommen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie am 20.02. dabei sind, wenn wir ein bisschen Musik zum Thema unterwegs machen. So klingt übrigens der Steinway-Flügel. Bis dann.